Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute dreht sich ja alles wieder um unseren Hörgenuss des Monats. Die Mädels und ich möchten euch heute wieder tolle Hörgenüsse vorstellen, ganz egal, ob es sich dabei um Hörbücher, Hörspiele oder Podcast handelt. Ihr findet die Mädels unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Auch die Playlist zu unseren Videos der letzten Monate könnt ihr euch ansehen. Wir sind jetzt, glaube ich, diesmal im dritten Monat sozusagen, wo wir euch etwas vorstellen und ursprünglich hatten wir auch einen Tag, den wir in einem Hangout zusammen gemacht haben. Also schaut euch gerne mal in der Playlist um. Wir stellen euch da ja eben Hörgenüsse vor, die uns im Monat begeistert haben, Spaß gemacht haben und ja, meistens sind natürlich auch Hörgenüsse Hörbücher oder Hörspiele, die dann auch auf Bücher beruhen. Das heißt, es ist nicht direkt ein Hörbuch-Tipp allein, sondern natürlich auch ein Buchtipp, eine Buchempfehlung, eine Leseempfehlung und wer kein Hörbuch hört, kann natürlich dennoch dann zum Buch greifen. Bei mir gibt es heute die Empfehlung zu einem Hörbuch, zu einer Reihe, die ich schon mehrfach gelesen habe und ganz aktuell im Januar gereadet habe. Es geht dabei um Harry Potter. Ich habe Band 1 und 2 hintereinander weggesuchtet und dachte, ja, wenn das nicht ein Hörgenuss ist, was dann? Ich habe Harry Potter vor Jahren entdeckt. Ich glaube, ich bin kurz vor oder um den dritten Band herum eingestiegen, als eine Kollegin von mir auf einmal anfing, in der Mittagspause zu lesen. Ich glaube, das war damals der dritte Band und ich dachte, das ist aber sehr ungewöhnlich, dass ich nicht gefühlt die Einzige war, die in der Mittagspause gelesen habe, sondern dass da eben auch noch jemand anders gelesen hat. Und da habe ich gesagt, was liest du denn? Erzähl doch mal, was? Du kennst Harry Potter nicht? Und ja, so bin ich zu Harry Potter gekommen. Dann kamen ja auch noch die Verfilmungen und ich sag mal, alle 2-3 Jahre rereade ich Harry Potter, weil es immer ein Nachhausekommen ist. Vor 2 Jahren habe ich dann das erste Mal zu den Hörbüchern gegriffen. Bisher war Harry Potter für mich eigentlich immer was, wo ich gesagt habe, da möchte ich das echte, zerschlissene Buch sozusagen in der Hand halten. War dann aber vor 2 Jahren irgendwie unterwegs und dachte mir, oh, auf der Zugreise könntest du doch eigentlich trotzdem Harry Potter einfach mal hören. Wir hatten damals eine Facebook-Lesegruppe aufgemacht, wo wir jeden Monat relativ frei Harry Potter gelesen haben, also wo es zwar eine Einteilung gab, aber jeder so lesen konnte, wie er möchte. Und ich habe das damals sehr, sehr genossen, im Austausch mit einigen anderen einfach Harry Potter zu lesen. Und ja, dieses Jahr war der Anlass nicht so ganz freiwillig. Ich war vorige Woche relativ schwer krank, erkältet und lag recht dämmerig mit Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Schmerzen allen möglichen zu Hause im Bett und hatte irgendwann keine Lust mehr auf Serie und YouTube und dachte, Selbstlesen kommt aber nicht in Frage. Was könntest du denn hören? Und dann bin ich so durch meinen Hörbuch-Sub gescrollt und dachte, naja, so richtig spricht dich nichts an. Und dann bin ich aber auf meine Harry Potter Bücher gestoßen, die ich vor 2 Jahren eben von einer lieben Freundin bekommen hatte, so MP3-CDs und die ich mir damals schon durch meine App angehört habe. Ich höre ja nicht nur mit Audible, sondern auch ja, Rezensionsexemplare oder eben, wenn es irgendwo CDs schon gibt, die rumliegen, dann höre ich mir die ja über meine Smart Audio App irgendwas an und ja, so dann auch das. So habe ich Harry Potter entdeckt und dachte, ach ja, du wolltest Harry zwar erst im Sommer wiedersehen, aber starte doch einfach jetzt. Und mit der ersten halben Stunde hatte mich Rufus Beck. Das ist der Sprecher der Harry Potter Reihe und ich glaube, ich muss auch zu Harry Potter gar nicht mehr viel erzählen. Von dem Jungen, der ein Zauberer ist, der eine große Last trägt, die mit seinen Freunden teilt, wie in einer magischen Welt sind, in der ganz viel jedes Schuljahr passiert und J.K. Rowling auch keine Angst hat, ja, Lieblinge sozusagen zur Strecke zu bringen und sie sich durchaus auch an Kill Your Darlings immer wieder versucht, was gar nicht so schön ist. Und ja, es ist an und für sich, hat es glaube ich schon gestartet als Kinderbuch. Ich glaube aber, umso weiter man fortschreitet in der Geschichte, umso erwachsener wurde es auch. Also ich glaube schon, dass J.K. Rowling hier so auf das Alter ihrer Erstleser geachtet hat, dass wenn die älter werden, vertragen die ein bisschen mehr. Und ich finde gerade ab Teil 3 wird die Geschichte schon sehr düster und ja, dunkel und ja, passiert schon allerhand, wo man denkt, so einen 7-, 8-Jährigen weiß ich nicht, ob ich das vorlesen würde, aber
Ja, das sei mal dahingestellt. Ich bin ja schon ein bisschen älter als 7, 8, da geht das ganz gut. Ja, und so bin ich wieder in der Harry Potter-Welt gelandet und habe Der Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens gelesen oder gehört und muss einfach sagen, wie toll diese Bücher von Rufus Beck vertont sind. Man kann ihn mögen oder auch nicht. Ich glaube definitiv, dass sich hier die Geister daran scheiden. Ich weiß auch, dass viele mit manchen Dialekten, die er verwendet, für die Charaktere nicht zurechtkommen. Ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen befremdlich finde, dass Arthur Weasley, der Papa von Ron, dass der so irgendwie Friesisch spricht. Das finde ich auch so ein bisschen, Ich finde auch die Interpretation von Dobby sehr grenzwertig, weil ich immer denke, ah, meine armen Ohren. Und ich bin auch manchmal sehr ungewöhnt daran, wie er manche Namen ausspricht, weil man das halt aus den Verfilmungen gefühlt einfach ein bisschen anders kennt. Aber die Verfilmung war natürlich viel später als die Aufnahmen. Dennoch schafft Rufus Beck eine unglaubliche Atmosphäre, ein Hereinziehen in die Geschichte und wirklich ein noch intensiveres Erleben, als würde man es selbst lesen. Und das passiert mir nur bei sehr wenigen Geschichten oder ja, Hörbüchern dann in diesem Fall, dass es intensiver ist, als wenn ich sie selbst lesen würde. Aber man macht hier wunderbar die Augen zu, der Film läuft ab, man ist mitten dabei und man entdeckt dadurch, finde ich, immer mal noch so was Kleines, Neues, anderes, etwas zum Schmunzeln, etwas zum drüber nachdenken und es hat mich einfach mitgerissen. Also es ist nicht nur eine Geschichte, die mich immer wieder mitreißt, es ist jetzt nicht nur ein Lobeslied, eine Lobeshymne auf Harry Potter und auf den Stil von J.K. Rowling, auf die grandiosen Ideen, die sie hatte, auf Wendungen, auf die man nie gekommen wäre. Und manchmal wünschte man sich ja, man wüsste manche Wendungen nicht, um die Geschichte einfach nochmal so wie beim ersten Mal zu erleben. Ja, das ist definitiv eine Geschichte, die man immer wieder gerne eigentlich als erstes Mal lesen wiederholen würde. War das jetzt ein Satz? Ja, und Rufus Beck schafft es eben einfach, diese Geschichte wunderbar zu erzählen. Er hat mich beim letzten Mal begeistert und jetzt auch mit den ersten beiden Bänden. Und ich habe damals eben bei Band 4 gestartet mit dem Hören und fand auch das schon ganz grandios erzählt. Und ich freue mich jetzt die nächsten Wochen und Monate aufs Weiterhören und kann wirklich diese Hörbuchreihe absolut empfehlen. Nicht nur für Harry Potter-Fans, die es schon sind, sondern auch für Eingefleischte, die vielleicht sagen, nein, also Harry Potter muss ich selbst lesen, anders geht es gar nicht. Doch, es geht definitiv. Also ich hätte das auch nie geglaubt, aber es funktioniert gefühlt noch besser, als wenn man selbst liest. Das ist unglaublich. Den vierten Band werde ich diesmal aber nicht hören, sondern mir die Schmuckausgabe dann greifen, die ich ja zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, aber alle anderen Bände werde ich hören. Ich habe auch schon mal überlegt, mir eins der Hörbücher von Felix Manteuffel gesprochen zu holen, weil da auch sehr viele von schwärmen, weil sie doch ein bisschen wahrscheinlich erwachsener erzählt ist. Mal sehen, vielleicht versuche ich mich da dran. Vielleicht habt ihr ja die Reihe von Felix Manteuffel vertont schon gehört oder auch von Rufus Beck und könnt da einen Vergleich machen. Dann natürlich gerne mal in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Für mich der Hörgenuss des Monats, weil es mich unglaublich schnell in eine neue Welt gezogen hat oder in eine altbekannte Welt zum wiederholten Male und mich wieder einfach begeistern konnte. Es ist einfach eine großartige Geschichte, die ich liebe und die ich aufsauge und die mich erfreut und ja, die mich, glaube ich, auch wieder so einen Hauch gesund gemacht hat. Man sich zwar anfangs, wenn man kränkelt, so ein bisschen fühlt wie ein Kind, was eben einfach eine Geschichte erzählt bekommt und ja, aber man merkt, umso wohler es an einem wieder geht, dass es trotzdem schön ist, egal ob man krank ist oder nicht. Und ich finde, Rufus Beck macht hier wirklich einen unglaublichen Job. Auch wenn ich glaube, dass er nicht zu allen Hörbüchern irgendwie passt, zu Harry Potter, finde ich, passt er wie die Faust aufs Auge und lässt das wirklich ganz atmosphärisch erzählt, ja, für uns im Grunde aufleben. Und das macht für mich diese Hörbuchreihe wirklich zu etwas ganz, ganz Besonderem. Und jetzt bin ich gespannt, welche Hörgenüsse von meinen lieben anderen Booktuberinnen erscheint, welche sie diesen Monat gefeiert haben. Alle Kanäle unten in der Infobox und auch die Playlist. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr nicht eh schon alle abonniert habt und euch jetzt die Aboliste sozusagen mit Hörgenüssen des Monats überflutet hat. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Ich freue mich auf den Tag, weil ich dann weiß, dass von meinen Lieblings-Booktubern auf jeden Fall dann an dem Tag auch ein Video online kommt. Ja, da bin ich sehr egoistisch. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, vielleicht habt ihr ja selbst auch einen Hörgenuss des Monats. Dann teilt den gerne mit uns unten in den Kommentaren. Da freue ich mich drüber und ich weiß,
auch, dass die Mädels immer bei den anderen Videos mit vorbeischauen und sich da Hörbuchtipps holen. Also wenn ihr welche habt, dann bitte gerne unten in die Infobox. Wir freuen uns. Nein, in die Kommentare. In der Infobox sind ja die Infos für euch. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.